Und das feindlich, und das feindlich, es ist nicht unsere Unfähigkeit. Nein, nein, ihr seid einfach alle nur jegliche Feindlichkeiten gegen alles. Ihr seid das Problem, nicht wir. Wir haben einen super Film gemacht. Sicherlich Star Wars. Richtig, ja, ja, ja. Hallo YouTube. Auch Star Wars stand ja wegen Wokewashing in der Kritik und jetzt äußern sich sogar die Schauspieler dazu und zwar negativ. Und ja, da schauen wir mal rein, da sind wir interessiert. Von Popcornluft ein Video, den haben wir relativ lange nicht geschaut, den Kollegen Schnürschuh. Daisy Ridley, das ist die Hauptdarstellerin von 7, 8 und 9 von den Teilen, äußert sich zu der ganzen Geschichte. Da schauen wir mal rein, da treten wir mal nach. Los geht's! Ich habe vor kurzem mal einen Witz gehört. Was haben das Deutschland, der Ampel und das Star Wars Franchise gemeinsam? Beides ist geführt von Menschen, denen Agenda und Selbstverwirklichung wichtiger ist als die Leute, für die sie eigentlich da sein sollten. Es ist kein Geheimnis, in welchem Zustand sich das Star Wars Universum aktuell befindet. Dank der Herangehensweise von Kathleen Kennedy. Um kurz die Leute abzuholen, die nicht wissen, worum es geht. Also Star Wars hat in den letzten Jahren das Franchise gegen die Wand gefahren ein wenig, weil ihnen Storytelling weniger wichtig war als Ideologie. Also irgendwie etwas Ideologisches zu pushen ist ja vielleicht schön und nett, vor allem wenn es gute Werte sind, aber das Storytelling sollte halt nicht drunter leiden oder die gute Geschichte. Aber das hat es leider. Das hat es leider sehr. Und deshalb stehen sie zu Recht in der Kritik und es läuft immer, immer schlechter. Das ist die Problematik darin. Seit ihrer Ernennung zur Lucasfilm-Präsidentin im Jahr 2012. Wie lautet diese Herangehensweise? Kurz gesagt, George Lucas Helden eines bestimmten Geschlechts klein zu machen und ihnen jegliche Form von Heldentum zu nehmen. Was als einzige Möglichkeit angesehen wurde, neuen Figuren mit den richtigen Merkmalen eine Bühne zu geben. Ob nun die Sequel-Trilogie oder solche Perlen wie Obi-Wan Kenobi oder auch die zukünftig geplanten Projekte, in allen wiederholt sich ein bestimmtes Muster. Und wenn man als Fan diese Herangehensweise eher seltsam findet, dann wurde man bisher schnell mal verallgemeinernd als Rassist, Sexist oder welches ist auch immer bezeichnet. Und so ging es im Prinzip schon seit Jahren. Aber dann ist vor einigen Tagen etwas... Wie gesagt, also mit dieser Keule wird eh viel zu universell hin und her geworfen. Genau wie Shoyoka es zum Beispiel mit der Volksverhetzerkeule macht. Wie gesagt, man sollte sich immer den Fall anschauen auch. Also wirklich, das geht mir auch so auf den Sack. Also wirklich, da ist man... Also wenn man, Beispiel, ne, dann ist dann die Geschichte einer Alicia Joe, welche kritisiert, ne, dass ja dieses Woke-Washing zu weit geht und dann gibt es da wirklich Leute, die ihr deswegen Transfeindlichkeit vorwerfen. Heutzutage ist immer alles feindlich. Es muss immer alles feindlich sein, ne, denn wenn es nicht feindlich ist, dann ist es nicht böse. Und wenn es nicht böse ist, dann haben wir nichts, was wir als Social Justice Warrior bekämpfen können. Also erfinden wir Problematiken, wogegen wir kämpfen können, damit wir uns gebraucht fühlen, als was Wichtiges fühlen, weil wir sonst mickrige Loser sind. Was ganz Interessantes passiert. Daisy Ridley, die Schauspielerin, die Rey in den Sequels verkörpert, das war die Mary Sue, für die Leute, um die abzuholen, die nicht wissen, was eine Mary Sue ist. Die Mary Sue ist der Charakter, das sind oftmals Frauen, aber müssen nicht unbedingt Frauen sein, die einfach ohne Grund alles immer können. Ne? Einfach als, damit eine Frau als Boss dargestellt wird, die alles kann und in allem besser ist, ohne irgendwas tun zu müssen. So. Ne? Und das ist natürlich schlecht, sowas als Hauptcharakter zu haben, weil bei gutem Storytelling willst du einen Charakter haben, der sich weiterentwickelt, mit dem du selbst wachsen kannst, beispielsweise, ne? Wo du dann auch am Ende so eine Charakterentwicklung da ist. Deshalb macht es keinen Sinn, die am Anfang schon komplett OP zu machen, weil dann kannst du dich nicht gut mit ihr identifizieren und das ist dann kein gutes Kino im Schnitt. Ungeliebtesten Star Wars-Figuren überhaupt, hat zu der pauschalisierenden Diffamierung jedes kritischen Star Wars-Fans Stellung gezogen. Und ihre Aussagen sind ziemlich überraschend, weil sie so gar nicht mit der aktuellen Linie der Lucasfilm-Führung zusammenpassen. Geil. Darum soll es auch heute in diesem Video gehen. Schön auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dir, Sandra. Es war bereits 2019, dass der letzte Star Wars-Kinofilm veröffentlicht wurde. Wobei Rise of Palpatine als letzter Film der Sequel-Trilogie gut 1 Milliarde weniger eingenommen hat als der erste Film der Sequel-Trilogie, Das Erwachen der Macht. Was zusätzlich zu seinen sehr lauwarmen Produktrezeptionen nicht unbedingt für den Film oder generell für die Sequel-Trilogie allgemein gesprochen hat. Tja, aber dass Rey zu einem der unbeliebtesten Star Wars-Charakteren überhaupt geworden ist, kümmerte Kathleen Kennedy leider eher offensichtlich weniger. Ihre Herangehensweise lautete seitdem auf jeden Fall nämlich immer mehr, mehr, mehr von genau demselben. Dass Fans, die an einer solchen Herangehensweise Kritik üben, von Filmemachern oder von Studios, sehr schnell und sehr pauschalisiert irgendwelche Namen gegeben werden, ist übrigens kein auf Star Wars begrenztes Phänomen. Einige andere Beispiele hierzu wären... Das ist immer das Ärmste, was man überhaupt machen kann.
der Film kam nicht an, weil wir Wokeness damit reingenommen haben. Oh, die sind doch alle einfach nur rassistisch und feindlich und frauenfeindlich und transfeindlich und das feindlich und das feindlich. Es ist nicht unsere Unfähigkeit. Nein, nein, ihr seid einfach alle nur jegliche Feindlichkeiten gegen alles. Ihr seid das Problem, nicht wir. Wir haben super Film gemacht. Sicherlich, Star Wars. Richtig, ja. Ehren, Rings of Power. Ihr mögt Galadriel nicht? Nur weil sie eine der wohl unsympathischsten, egozentrischsten Figuren der modernen Popkultur ist? Nein, der Grund, warum ihr sie nicht haben könnt, ist, dass ihr Frauen nicht in einer Leaderrolle sehen könnt, ihr Sexisten. Ja, Moment, aber ich fand viele Frauenfiguren in Leaderrollen eigentlich ziemlich top, aber Galadriel ist eben... Oder Woman King als anderes Beispiel, wo im Zuge der Promotour die Hauptdarstellerin Viola Davis alles und jeden als Rassisten bezeichnet, die ihren Film nicht ansehen möchte. If you don't come see it, then you're sending a message that black women cannot lead the box office globally. That you are supporting that narrative. Einen Film, der, wohlgemerkt, nichts anderes ist als die reinste Geschichtsverzerrung. Es ist die Geschichte der Agoshi, einer weiblichen Spezialeinheit im 19. Jahrhundert in Westafrika, die auf wahren Begebenheiten beruhen möchte. Die Fraueneinheit wird in dem Film als praktisch unbesiegbare Spartanereinheit gezeigt, die durch nichts und niemanden besiegt werden können. Ihr Ziel ist es in dem Film, ihre eigenen versklavten Leute aus den Händen der weißen Sklavenhändler zu befreien. Klingt ja alles nach einer tollen Story, wenn man dieses auf einer wahren Begebenheit beruhend weggelassen hätte. Denn in Wirklichkeit waren die Agoshi, die es tatsächlich auch im echten Leben gegeben hat, eine der skrupel- und gewissenlosesten Einheiten überhaupt, die historisch belegtermaßen ihre eigenen Leute nicht gerettet, sondern selbst versklavt und verkauft hatten. Es ist ja noch schlimmer als in Kleopatra. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, bei Kleopatra haben die ja probiert, mit Wokewashing das so darzustellen, als wäre... Also die haben einfach einen Film gemacht, gemeint, ist eine Doku von ihrem Leben und dann haben sie Kleopatra einfach schwarz gemacht und dass sie besser kämpfen konnte als jeder Mann. Aber es gab nie Indizien dafür, dass Kleopatra überhaupt kämpfen konnte. Also sie haben sich irgendwelche Dingern aus den Fingern gesaugt in der Dokumentation. Irgendwelche Dinger. Und haben dann gesagt, ja, das muss so gewesen sein, weil ich fühle das so. Ich fühle, dass Kleopatra schwarz war und deshalb ist sie schwarz. Nein, sie war nicht schwarz. Es gibt eine also die Wissenschaft deutet erdrückend darauf hin, dass Kleopatra nicht schwarz war. Und die stellen sich einfach hin und machen eine Doku und sagen, nee, die war schwarz, weil you go girl. Also das ist schon hart. Aber das ist ja jetzt, Moment, wir nehmen etwas, was auf einer wahren Begebenheit ist und sagen dann, das ist ja der Kracher, und sagen dann, weil es Frauen ist, waren die gut. Auch wenn die Geschichte sagt, nee, die haben andere Leute versklavt, aber nein, Frauen können wir nicht schlecht darstellen. Frauen müssen gut und wie die Helden dastehen. Deshalb drehen wir die Geschichte um, scheiß auf History, und machen einfach unser eigenes Ding draus, weil you go girl, ihr ahnt es. Es ist ja arschgeile Nummer, perfekt. Und außerdem waren sie weit weg von einer wirklichen Elite-Einheit. Es ist so lächerlich, wie sie manchmal im Film dargestellt worden sind. Junge. Der Großteil ihrer. Ey, ich verstehe nicht, warum lässt man das denn nicht einfach weg? So, es wird doch keinen stören, wenn man jetzt sagt, okay, also wenn man jetzt sagt, es ist auf einer wahren Begebenheit, dann muss man sich auch schon irgendwie vielleicht mal an die Fakten halten. So, ich weiß, wilder Take, ne? Ich weiß, ich bin sehr frauenfeindlich, wenn ich sowas sage. Erfindet euch doch einfach eine Geschichte, die so ist, wie ihr sie wollt, und nennt es nach einer erfundenen Geschichte. Dann stört das doch keinen, dann ist doch alles fein. Dann gibt's diese Kritik gar nicht. Ist doch alles cool. Wäre doch dann vielleicht auch ein super Film geworden. Aber so extra irgendwas rumzufischen, weil es in euer Narrativ passt, ist halt echt arm. Puppen nämlich wurde von den Franzosen im Jahr 1882 nur mit Bajonetten vernichtet. Die Agoshi verloren dabei fast 500 Soldaten, die Franzosen 6. Aber zum Thema von Hollywoods aktuellen Versuchen des Geschichtsrevisionismus haben wir schon einige Videos gemacht, die wir euch in der Infobox verlinken. Gut, bei Star Wars haben wir diese Vorwürfe im Prinzip bei fast jeder Produktion post-2015 gehört. Abgesehen von einigen Ausnahmen vielleicht wie Rogue One. Was seltsam ist, weil die Hauptrolle dort doch auch von einer Frau besetzt gewesen ist. Vielleicht, weil es daran gelegen hat, dass Jin in Rogue One nicht ansatzweise so selbstherrlich und unfehlbar dargestellt worden ist wie Rey in den Sequels? Weil sie als Figur Sinn gemacht hat und stimmig war, anstatt als Sprachrohr für seltsam moderne Hollywood-Kennedy-Ideologien herhalten zu müssen. Aber nein, wahrscheinlich waren die toxischen Fans zur Zeit des Rogue One-Releases schon in Weihnachtsstimmung und haben sich deshalb gut zurückgehalten. Ja, und weil die Fans toxisch sind, musste man ihnen einfach zeigen, dass toxisch... Danke, Don Quixote, für das heilig beängstigend. Also, genau, um das nochmal zusammenzufassen, also... Wäre es wirklich so, dass das Star Wars Universe frauenfeindlich wäre, dann wäre der Film nicht so gut angekommen. Das ist einer der wenigen neuen Filme, die gut ankamen. Mit einer Frau in der Hauptrolle.
Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass der eine Film, der gut ankam, einen Mann in der Hauptrolle hat. Nein, nein, der eine Film, der gut ankam, hatte auch eine Frau in der Hauptrolle, aber die war einfach vernünftig geschrieben. Das heißt, um es zusammenzufassen, es wird nicht verlangt, haut die Frauen aus den Hauptrollen weg, sondern schreibt sie vernünftig. Also im Prinzip möchten wir vernünftige Filme haben und nicht Filme, die voll sind mit Ideologie. Wenn ihr das beides unter den Hut bekommt, dann ist das doch perfekt. So, ist doch toll, aber daran seid ihr in den letzten Jahren echt ekelhaft dran gescheitert. Und deshalb zu Recht steht er in der Kritik, Freunde. Macht einfach gute Filme, ja? Und so macht man bis heute munter auf dem Sequel-Trilogie-Kurs weiter. Man schenkt uns Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Eine Serie, in der uns endlich gezeigt wird, dass Obi-Wan im Grunde ein alter Trottel ist und eine 10-Jährige um vieles klüger und weiser. Also ich fand die Serie gut, einfach weil ich Obi-Wan und Darth Vader wieder gesehen habe, war sehr geil. Aber wirklich, die konnte auch echt alles. Die hat ihm in allem belehrt. Und er ist so der alte, weise Jedi-Ritter, der schon alles durchgemacht hat und irgendwie konnte sie aber alles besser. Ist als er. Auch sehr merkwürdig. Wenn man sich genau aus so einem Grund eine Serie über Obi-Wan Kenobi auch sehr merkwürdig. Man schenkt uns außerdem Ahsoka, in der Ahsoka vor lauter Übercoolness und Lässigkeit vergisst, auch mal ein bisschen greifbaren Charakter zu zeigen. Ja. Zudem können wir uns auf The Acolyte freuen, eine Serie, für die Harvey Weinsteins ehemalige Assistentin Leslie Headland Regie führt und die sich, wie wir beim Star Wars Celebration Day 2023 gelehrt haben, endlich gegen das Patriarchat richten wird, das das bisherige Star Wars immer gibt. Ach, endlich richtet sie sich in Star Wars gegen das Patriarchat, das ist ja fantastisch. Oh, es wird doch so gegen die Wand fahren. Oh Mann, sind die Menschen so dämlich. Was erhofft sie sich dadurch? Also wenn das jetzt noch schlimmer ist, als das, was schon da war, und sie bestreitet, dass in die Richtung schon was passiert ist, schwierig. Oh, es wird wehtun. Der Aufprall wird wehtun, Freunde. Gewesen ist. So, my character, you know, she's a powerful leader. Das hatten wir ja noch gar nicht. Hatten wir noch nicht mit Rey, hatten wir noch nicht mit Ahsoka. Das ist ja innovativ, wow. Leader, yes, yes. In a very woman-centered world, which I was very excited. In a woman-centered world. Ich verstehe aber auch nicht, also die Hauptzielgruppe von Star Wars sind doch auch, das müssen wir uns doch nicht drüber streiten, ne? Ohne das jetzt böse zu meinen, sind doch Männer. Die Hauptzielgruppe sind Männer. Warum tut man denn alles, um dann Frauen zu haben, um Serien zu machen, die sich nur um Frauen drehen? Das war doch schon bei Ahsoka so. Also so ein paar Typen werden doch auch nicht verkehrt, so ohne jetzt hier verzweifelt und sexistisch zu klingen. Hier ein paar Männer vielleicht, mal ein bisschen weniger Feminine Energy, so, weißt du, ne? Würde vielleicht auch nicht schaden, so, weißt du? Ne? Mann, das Matriarchat beginnt, genau. Also ich würde es ja verstehen, wenn es keine Sendung, also keine Serie von Star Wars in die Richtung gäbe. Aber die kam ja in letzter Zeit oft genug. Diese reine Woman-Show, finde ich. So, aber gut, naja. Also, wie man sieht, wird es auch hier überhaupt nicht irgendwelche politischen Botschaften geben, sondern einfach um eine gute Story gehen, ja, ja, wie auch George Lucas sie erzählt hat. Oh ja, und dann wird es natürlich noch den neuen Star Wars-Film geben, der die Begeisterung für das Star Wars-Universum bei den Fans komplett neu beleben wird. Und wie plant Kathleen Kennedy das zu tun? Indem sie einfach Daisy Ridley als Rey zurückholt. Eine perfekte Idee. Ah. Rey, der in Einführung praktisch den Anfang vom Ende dargestellt hat, den Anfang von einer Star Wars-Ära, in der Fans nicht länger unterhalten werden sollen, sondern von Lucas... Ah, jetzt bin ich gespannt. Oh, das tut doch weh, sich das schon anzuhören. Also, ich verstehe nicht, wieso, also Unternehmen, die schon gegen die Wand fahren, die wissen doch ganz genau, was sie falsch machen eigentlich, ne? Also, die sind ja nicht maximal dämlich. Die haben ja schon Leute, die sie beraten und sagen, du, das wird vielleicht auch da und daran liegen. Und also, als ob man dann immer wieder bewusst in die Scheiße greift. Film die richtigen politischen Einstellungen beigebracht bekommen. Man kann nur eines sagen, danke. Gut, aber trotzdem ist es wichtig, eines zu unterscheiden. Die Schauspieler von den Figuren, die sie verkörpern. Die Figuren, über deren Handlungen nicht sie entscheiden, sondern Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten und Präsidenten. Und da ist auch die Grenze zur wirklichen Diskriminierung meines Erachtens. Wenn man eine Rey kritisiert oder eine Reva oder eine Admiral Holdo oder eine Rose Tico, weil sie als Figuren einfach lächerlich sind, sollte das absolut legitim sein. Wenn man allerdings die Schauspieler persönlich angreift, ja, dann ist es gemein und unpassend und rassistisch und sexistisch und was auch immer. Und da wird in der modernen Berichterstattung vieler Medien einfach nicht mehr wirklich unterschieden. Warum nicht? Ja, weil es einfacher ist. Weil man die Angelegenheiten nicht weiter hinterfragen muss.
Eine Produktion floppt, trotz wichtiger Botschaft darin, um die sich jede Star Wars Produktion am besten drehen sollte? Tja, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Produktion ein Witz ist und einfach nur eine Beleidigung an das Ursprungsmaterial. Nein, nein. Wenn sie schlechte Kritiken einfährt, kommen diese Kritiken nur von Trollen und Hatern, die in ihrem Weltbild ohnehin zurückgeblieben sind und keine Veränderungen wollen. Aber gegen diese Verallgemeinerung ist Daisy Ridley jetzt aufgestanden, und zwar in einem NBC News Interview von vor einigen Tagen. Eine Moderatorin möchte wieder auf den Zug aufspringen und kommt mal wieder auf die vielen toxischen Star Wars Fans zu sprechen, besonders jetzt, nachdem offenbart wurde, dass Charmin Obaid-Chinoy als erste Frau die Regisseurin eines Star Wars Films werden wird. Als ob das irgendwelche wahnsinnigen Errungenschaften bedeuten würde, nachdem einige Frauen bereits die Regisseurinnen für Star Wars Serien gewesen sind. Aber wie auch immer, dass Charmin Obaid-Chinoy allerdings bisher Dokumentarfilme gemacht hat und keinerlei Erfahrung mit Multimillionen-Dollar Hollywood-Produktionen hat und es einfach nur mehr als offensichtlich ist, dass sie nicht für ihre Qualifikation als Spielfilmregisseurin gewählt wurde, sondern aufgrund ihrer Arbeit als Aktivistin für Frauenrechte, und Fans das seltsamerweise auch checken, dass es wieder mal nicht um Star Wars eigentlich geht, sondern wieder einmal mehr um Politik, ist eine andere Geschichte, die wir in einem anderen Video behandeln. Auf jeden Fall wollte, dass die Moderatorin im Gespräch mit Daisy Ridley jetzt wieder aufgreifen, worauf Daisy Ridley Folgendes sagt. I think my take is things get blown out of proportion, and the interactions I've ever had with people have been nothing but wonderful and supportive. Also übersetzt sagt sie, dass sie denkt, dass die Dinge einfach von den Medien komplett aufgeblasen werden und dass sie immer das Gefühl hatte, dass Fans nicht toxisch, sondern eher wunderbar und unterstützend zu ihr gewesen waren. Das ist gut, dass sie das sagt. Also es war tatsächlich nicht immer so. Es waren auch viele, die wahrscheinlich nicht unterstützend waren. Deshalb wundert es mich, dass sie es nur so aufgefasst hat. Aber grundsätzlich ist es für sie jetzt erstmal der richtige Weg, wenn sie jetzt nicht auch noch sagt, nee, es sind mir alle in den Rücken gefallen und es ist alles eure Schuld gewesen. Also hätte sie das jetzt auch noch gesagt, das wäre echt kritisch gewesen, ne? Sie darf sich ja auch bei den Fans auch ein Stück weit nicht verscherzen, wenn sie weiterhin, wenn sie auch in den nächsten Filmen am Start sein wird. Macht schon Sinn, dass sie da jetzt keinen anderen blamet oder so. Und widerspricht damit dem Prinzip, dem bisher geltenden Lucasfilm-Kennedy-Narrativ, dass die Star Wars-Produktionen in letzter Zeit deshalb so floppen, nicht, weil sie einfach schlecht sind, sondern weil Fans sie aufgrund ihrer Toxizität boykottieren. Daisy Ridley erinnert in diesem Interview, wie auch in anderen Interviews übrigens, noch einmal sehr deutlich, dass Schauspieler oft komplett andere Menschen sind als die Figuren, die sie darstellen. Natürlich nicht immer, und viele sind auch einfach nur komplett kaputt in der Bibel. Wie, Daisy Ridley ist kein Jedi-Ritter oder wie, was? Hä? Hier, ne? Richtig. Ganz ehrlich, welche mit 20-Jährige würde eine riesige Hollywood-Rolle einfach ausschlagen, noch dazu, wenn der Name Star Wars draufsteht, ja, klar. Ein Name, der 2015 noch etwas bedeutet hat. Und nachdem Daisy Ridleys Filmkarriere nach den Star Wars-Filmen nie wirklich in die Gänge gekommen ist, anders als die von Adam. Ja, ich finde auch, Daisy Ridley schmeißt damit Frauen und BIPOC vor den Bus, einfach auch, weil sie die Rolle nicht abgegeben hat an jemanden, der eben BIPOC ist. So, ne? Das finde ich halt schwierig. Ne? Also sie hätte ja auch eine BIPOC-Frau, Daisy, die Hauptdarstellerin sein können, und da finde ich das schon sehr egoistisch und schon sehr, sehr rassistisch, dass sie sich da selbst für in Betracht gezogen hat. Ein Driver zum Beispiel, ja. Wer kann es ihr verübeln, dass sie das Angebot jetzt annimmt und dass Rey zurückkommt? Am Boden gebliebene Schauspieler wie Daisy Ridley haben nichts mit der Zerstörung von Star Wars zu tun, das sollten wir uns an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen. Egal, was bei dem Film letzten Endes auch rauskommen wird. Dass Star Wars sich in seinem aktuellen Zustand befindet, geht einzig und allein auf die Kappe der Studioführung. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnte euch auch dieses Video interessieren, indem wir uns die Details zum neuen Star Wars Film... War okay, das Video. Ich lasse einen Daumen nach oben da. Ich habe schon bessere von ihm gesehen, aber es war, auf jeden Fall gute Information. Kann man auf jeden Fall mit rechnen. Schreibt mir auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr es gehalten habt, was ihr vom Star Wars Franchise haltet und wie fieberhaft ihr den nächsten Film entgegensehnt. Und dann hören wir uns. Bis dann, Antenne. Tschüssli, Müsli.